schwarzmalt. Also noch mehr Gebäude. Aber das sieht ja aus wie einfache Türme. Und guck mal, aber da ist Nebel drum. Ja, aber das ist bei Skelettdingern doch auch, oder? Wenn da so... Na, dann ist da vielleicht ein Spawner. Hier ist Zinn. Und eine Distel. Oh, wieder abbremsen, ey. Kaum nimmt man mal Fahrt auf. Hier ist eine Distel. Ja, toll. Und Grauzwerge. Und da vorne am Wasser ist ein Spawner von irgendwas. Wo? Direkt vor uns. Grauzwerge? Kann gut sein, ja. Nimmst nicht mal die Items mit. Kein Platz. Sind eh shitty Items. Oh nein, Holz und Steine. Das ist ein Grauzwergenspawner. Okay. Ja, dann hast du ja schon mal einen. Kev. Ja. Willst du, dass wir sterben? Nein. Warum zerstörst du dann das Boot? Das war... Das passiert von alleine. Es ist halt nicht sehr handlich. Da vorne ist schon wieder Sumpf. Da ist einfach schon wieder Sumpf. Okay, also haben wir haben schon drei neue Sumpfgebiete. Hier war auch Sumpf. Und hier war irgendwo Ebenen. Ebenen. Aber das war halb im Wasser. Cool, ja. Fisch an der Oberfläche. Ebenen. Sumpf. Schon wieder. Wer weiß, wie viel... Eisen da überall zu holen. Und rechts, also Steuerbord ist auch nochmal Sumpf. Dann weiß ich, wo wir Eisen herkriegen. Ein bisschen was. Und da Sumpf schön am Wasser ist. Gemäß dem Fall, da sind Krypten. Weil es kann ja auch mal ein Sumpfgebiet sein, wo Scheiße ist. Was? Ich leg gleich mal kurz hier an, ne? Wieso? Wenn du dir die Haltbarkeit des Boots anguckst, dann weißt du es. Ja. Na, du fährst ja auch wie ein besoffener Elch. Holz haben wir noch. Oh. Das ist ein ungültiger Bauplatz. Hier ist doch massig. Da hier, sind doch. Hier sind vor allem schön viel Stein. Du meinst hier diese Steingebilde? Ja, diese ganzen Steine halt, die hier überall sind. Ist voll viel. Ja. Was waren denn in der Kiste? Gold und wie heißt das andere? Bernstein? Okay, Geld. Ich fahr mal weiter. Jo.
Heute wieder in die Kiste und den ganzen Rest wegwerfen. Oh. Himbeerspot. Nach nur einem Himbeerspot geht's weiter. Man kennt es. Ja, man wechselt sich echt hier wieder mit Grasland und Dunkelwald ab. Wir kommen auf unsere... Ach, das ist... Geht's hier zu dieser anderen Insel? Zu welcher? Da, die, wo wir durchgefahren sind mit dem coolen Fluss. Ey, ganz ehrlich, wenn das so wäre, dann wäre das krass. Weil wir sind da ja durchgefahren im Süden, ne? Ja. Das ist nicht mehr so weit weg, das stimmt. Das heißt, wir haben hier einfach mal so eine riesige Halbkreisinsel mit einem Ozean in der Mitte, der uns töten kann. Oh nein. Ich glaube, du rennst schneller, als ich gerade paddel. Ich gehe mal Vollgas. Ja, hier ist ein Zinnvorkommen, das ein bisschen im Wasser war. Ich sehe nur die ganzen Grauzwergen-Items, die an der Küste liegen. Ah, oh, dieses Segel ist einfach zu groß. Vor den Grauzwergen, bla bla bla. Guten Tag! Guten Tag! Guten Abend! Erkundest du jetzt zu Fuß und ich fahre hier rum, oder wie? Oh, hier ist ganz viel Zinn. Nee, ich spring gleich wieder aufs Boot. Karotten. Ah, scheiße! Karotten! Karotten, was schmeiße ich weg? Okay, den. Hey, wieso willst du für Karotten was weg? Wir haben Karotten. Ja, das ist egal. Wir haben genug Karotten. Wir können uns unendlich Karotten machen. Du musst jetzt keine Karotten mitnehmen. Doch. Ich habe noch Zinn gefunden. Ich hab grad Zinn weggeworfen. Nein, Zinn hab ich nicht weggeworfen. Das hab ich auch nicht gesagt, du Paddel. Ich fange an zu frieren. Mach was. Dafür müsst ihr mich aber ausziehen. Das wollen wir doch alle sehen. Ach ja. Beim letzten Mal hieß es noch. Warte mal, da vorne ist was. Da. Das sieht mir auch nur wieder aus wie so ein Skelettgebilde. Ach so. Weil da sind halt Steindinger, die so komisch abstehen. Oh Gott, das sieht echt so aus, als wenn das einfach ein Kontinent ist, der in der Mitte so ein bisschen Wasser hat. Das wäre natürlich echt heftig, ne? Ja, das ist ein Spawner. Wo? Links von uns. Links von uns. Jetzt gerade hinter den ersten zwei Bäumen, hinter den Tannen. Richtung Mond jetzt. Leicht links davon. Wo kommt dieser Stein her? Wo ist denn der Mond? Ich sehe keinen Mond. Im Osten. Da, wo du die Spiegelung im Wasser siehst. Jetzt, jetzt genau hinter uns, glaube ich, müsste der Spawner sein. Ja, sehe ich links. Nicht. Ist aber auch egal. Egal. Aber auf jeden Fall was lila Leuchtendes. Ich finde es auch geil, wie die Insel Wasser eingezeichnet, die Karte Wasser eingezeichnet hat, aber da schon Land war und andersrum. Also diese Karte ist auch nicht ganz perfekt. Ich sehe Disteln. There. Ja, kann es ja auf der Karte markieren. Ich fahre da jetzt nicht ran, sonst laufe ich wieder auf Land. Gott, ich habe immer noch eine Wimper im Auge, seit heute Morgen. Wollen wir hier ein Portal hinsetzen, irgendwo?
Wieso willst du denn hier ein Portal hinsetzen? Weiß ich nicht. Du meinst, das hätten wir schon viel früher machen müssen. Du meinst ganz oben im Norden? Ja. Na, jetzt ist es zu spät. Now you're gonna die. You're gonna die, gonna die, gonna die for your government, God for your continent, shit! Hast du alles verstanden, ne? Natürlich. Klang nach Ausatmen. Ist das rechts nochmal Gebirge? Nee, das ist ein bisschen zu flach dafür, oder? Ich seh's hin. Ja, ich sehe so einiges von hier. Rechts könnte Gebirge sein, ja. Aber wir wollen da jetzt nicht rüberfahren. Ach, natürlich ist es Gebirge, wir kennen den Berg sogar. Stimmt, wir kennen den Berg, ja. Wir waren da schon. Oh Mann, Achtung, Stein. Oh, danke, Welle. Okay, jetzt, wo ich weiß, dass das eine Insel ist, also eine Landmasse, bin ich hyped. Wie lange wird es dauern, alleine das alles zu erkunden? Gegenfrage. Wollen wir jetzt noch nach rechts rübersetzen und die Insel auch nochmal umfahren? Wenn ich von diesem Stein wieder loskomme? Ja. Weißt du, was wir tun könnten? Wir könnten in Tamrodin halten und erstmal den ganzen anderen Schrott abladen. Der uns jetzt das Lager verstopft. Welcher andere Schrott denn? Naja, alles, was im Frachtraum ist. Ja, aber das sind doch alles wichtige Sachen, die da eingelagert sind. Oh Gott, diese Kurvenfähigkeit dieses Bootes ist doch echt... Das sind doch keine wichtigen Sachen. Du hast aber auch zu nichts Lust. Ich will ja nur gesagt haben, dass es alles voll ist, fast. Also die Ecke hier unten kennen wir, dann können wir gleich mal übersetzen. Wir kennen diese Ecke, ja. Ich habe nur noch 16 Pfeile, das ist nicht viel. Ja. Also wenn der Wind besser steht, dann ziehe ich dann irgendwann rüber, ne? Wie fährst du eigentlich? Wie kann man den übersehen? Ich habe den nicht übersehen, ich konnte nur nicht mehr schnell genug lenken. Notch, notch. Ich hab's mal ein bisschen angestoßen. Ja. Ich hasse diese Kurvenposition des Bootes. Es fällt sich nicht so ganz angenehm. Also der Wind steht gerade mehr oder weniger bescheiden. Ich kann nur paddeln. Wo kam denn der Schaden jetzt her? Was machst du? Hm? Wieso schlägst du das Boot? Ich schlag dich. Du hast nur, das Boot gerade kaputt gehauen. Du bist nur gerade eins mit dem Boot. Okay. Wenn das Boot kaputt geht, dann ist es deine Schuld, ne?
Aber schon, dass du dem wirklich Schaden machst. Ich will dich dazu bewegen, einen Abstecher nach Tamrodin zu machen. Du siehst aber schon, wo ich gerade hinfahre, ne? Ja. Fahr lieber schnell. Ich kann nicht schneller fahren, wenn der Wind scheiße gedreht ist. Ich sollte mich weiter von der Küste entfernen, glaube ich. Damit die Sachen für immer verloren sind. Sprungschlag! Sprungjumpschlag! Gum gum, Sprungschlag! Schade. Oh nein, du hast das Boot kaputt gehauen, ne? Wieso? Siehst du das hinter uns? Hinter uns, hinten links? Im Wasser? Nö. Ich sehe nichts. Gut, wir sind nicht mehr im Ozean, da war eine Seeschlange. Die hätten wir platt gemacht. Mit deinen 12 Pfeilen? Es sind 16. Es sind 16? Bleib mal bitte bei den Fakten, du Lügner. Also soll ich umdrehen mit dem halb kaputten Boot und deinen 16 Pfeilen zur Seeschlange fahren? Das halb kaputte Boot hat immer noch über 500 HP. Und die Seeschlange macht mit einem Schlag wie viel? 30? 40? Weiß es nicht. Es ist lange her, seit ich sie gesehen habe. 50 Folgen, ja. Wie viele Vögel hier einfach sind. Was tust du da? Ich glaube, da steckt ein Grauzwerg im Wasser. Ich hasse Grauzwerge, echt. Man muss echt so Verteidigungstürme bauen können, die einfach automatisch schießen. So. Ist das alles geil, ey. Das macht mir so viel Spaß. Ich lagere den Großteil davon erstmal in diesen Truhen, die ich hier in der... in dem Portal-Nexus habe. Da passt ja genug rein. Ja. Warte mal. Könnten wir ein Portal hinbauen? Ja. Also ich baue jetzt ein Portal in den Portal-Nexus und das nenne ich dann, Oh, weiß ich nicht. Beste Idee des Jahres. Habe ich schon irgendwo Leder? Oh, Grauzwergenaugen habe ich aber nicht genug, glaube ich. Wie viele haben wir da? Also ich habe eins. Ah, warte, aber hier in Tamrodin haben wir welche in einer Kiste. Ah, hier ist eine Trollhöhle. Die hatten wir doch schon. Die entdecken wir irgendwie jedes Mal neu gefühlt. Das ist eine Trollhöhle. Krass. So, Sotlingkerne. Dann Pilze, Nixenschwänze, Stein. Oh, das reicht doch dann erstmal wieder. Also ich baue dann das zweite Portal, ne? Hallo? Hallo? Ja, ich bin verwirrt, weil du nicht antwortest. Ja, mach doch. Mach doch! Hast du deine Tage oder was? Nee, ich hab Hunger. Real Life oder Spiel? Ja, beides. Warum machst du dir dann nichts zu essen? Ich habe eben schon was gegessen, deswegen wundert es mich, dass er auf einmal so hart grummelt. Vielleicht ist es auch was anderes. Aber es fühlt sich an wie Hunger. Was soll denn das sonst sein? Keine Ahnung. Portalkennung ist Portal. Peter. Wir haben ein weiteres Portal. Ich kann's nicht glauben. Endlich. Wie viel kostet... Ein Portal kostet nur 2 Surtling-Kerne. Das bedeutet, dass ich...
den Rest einfach wieder mitnehmen kann. Das feine Holz ist das teurere von dem Ganzen. Das stimmt, ja. Das ist richtig. Ich muss mal wieder ein... Ich brauche mal noch eine Kiste hier drin. Mittlerweile so viel Zeug hier. So. Boot, warte mal hier. Boote, Boote, Boote. Weißt du, was wir auch machen könnten? Wir könnten runterfahren und gucken, wie der Weg zu Knochenwanst ist, um da ein Portal hinzusetzen. Das wäre natürlich auch eine Option. Dann hätten wir den Weg nämlich schon mal safe. Die Frage ist nur, wie wir da hinfahren. Ich habe eine Idee. Mit dem Langboot. Ich meine, welche Strecke? Ob wir erstmal hier an der Insel? Naja, so lang wie es geht, so lang wie es geht an Land und dann nicht mehr an Land. Also da unten an Sumpf entlang. Ja, und dann rüber. Wo diese Riesenschildkröte war und dann rüber. Ja. Lass uns das doch machen, das klingt doch gut. Dann haben wir nämlich wenigstens schon mal einen anständigen Weg zum Boss. Den wir dann ja irgendwann auch mal legen werden. Vielleicht. Wir haben ja schon viel erkundet jetzt. Wir haben viele coole Sachen gefunden, wo wir auf jeden Fall uns dann in den nächsten 30, 40 Videos aufhalten werden. Allein die ganzen Sumpfgebiete mit dem Eisen. Das wird alles wichtig. Eieieiei. Und ob du es willst oder nicht, ich werde mir irgendwann eine Sumpffestung bauen als Baumhaus. Kannst du gerne machen. Ja, werde ich versuchen. Oh, das hält. Ich weiß nicht, was du gemacht hast, aber es wirkt. Hä? Ja, hier oben, das Loch, was immer aufgerissen ist. Achso, das mit der Mauer. Das ist heile jetzt. Ich habe einfach ein bisschen den Boden angehoben. Hast du von Frost da schon die Paella probiert? Welche von denen? Die in der die mit der grauen Schrift. Geil. Mit dem grauen mit der grauen Tüte. Geil. Ist die gut? Das ist Froster. Aber warum sind denn manche von denen grau und manche nicht? Ich weiß es nicht, vielleicht ist es so deren Kennung. Ich glaube, grau ist Fisch. Das Grüne ist halt vegetarisch. Ja. Und das, dann haben die ja noch dieses Gelbliche. Gelb-Orange. Das sind, glaube ich, so Fleischgerichte oder so. Denke ich. Habe ich im Urin. Ja, ja, das reicht. Wir haben jetzt genug Platz. Hast du neue Pfeile? Ich habe jetzt 56, das sollte reichen. Ich bin so gespannt, ne? Ich bin einfach so gespannt, was jetzt passiert, wenn wir zu dem fahren. Meinst du, wir wären stark genug, um den zu besiegen? Ich weiß es nicht. Ich kann das überhaupt nicht einschätzen. Beim Uralten, da hat mich das ja schon so verwirrt, weil der war relativ knackig. Ja. Aber da hatten wir nicht mal Bronze-Gear, oder? Hatten wir Bronze-Gear? Also, nee. Ich glaube zumindest nicht. Also wir hatten vielleicht ein bisschen Trollzeug, aber ich bin mir auch nicht mehr sicher. Ich find's geil, wie diese Basis einfach nur ein Steinklotz ist. Sieht aus wie ein Teil vom Berg. Ja. Und ich find's geil, wie in der Basis eigentlich nichts drin ist, außer die Sachen im Innenhof. Außer so eine Mauer und zwei Betten irgendwo. Nichts ist da nicht. Aber irgendwann, wenn man Ressourcen im Überfluss hat, dann kann man ja auch mal ein bisschen dekorieren. Ja, natürlich. Aber das müssen wir jetzt noch nicht machen. Ich find's halt, wie gesagt, traurig, dass wir diese Welt nicht haben, wenn es dann Neuerungen gibt. Also zumindest neue Biome. Finde ich schade. Tja,
Dann müssen Sie sich damit mal Zeit lassen. Das ist ein Reh im Meer hier links. Ich erlöse ihn. Der ist einfach nur zersplotscht. Oh Gott, meinst du, wir begegnen einer Seeschlange? Ah. Also, da wir eben schon eine hinter uns hatten. Ich meine, das ist verdammt weit weg, ne? Das ist wirklich weit weg. Wir hatten eben schon eine hinter uns, also ich glaube, sobald also wir in den Ozean kommen... Wenn wir bei Knochenwanst sind, dann haben wir von unserer Hauptbase die Hälfte der Strecke bis zum Rand der Map erreicht. Oh, der Wind dreht sich, das ist gut. Also wir müssen gleich nicht langsam über den Ozean schippern. Wir können mit Vollspeed voraus. Oh Gott, Knochen, das ist so weit weg. Ja, zwischendurch wird sich der Wind einmal drehen. Das ist ziemlich weit weg, ja. Erstmal bis an den Süden von dieser Insel. Draugen haben auch nichts zu tun, außer an der Küste zu stehen und uns zu winken, ey. Hör das mal an. Ja. Das kommt davon, wenn man so ertrunken ist. Ich bin aber immer noch fasziniert von dem. Von dem? Von dem Draugendorf. Was da einfach so mitten drin rumstand. Ja, das ist. Und das lässt mich fragen. Was für Absonderlichkeiten kommen hier noch? Weil das so. War... Wir sind im Ozean. Ja, aber bevor wir da zu lange drin sind, drehe ich mal ein bisschen hier ab. Hoffe nicht an Land zu laufen in dem Nebel. Wir sind im Dunkelwald. Auch wenn ich das nicht erkenne. Okay. Also wenn hier jetzt Erde wäre, wären wir im Schwarzwald. Gut zu wissen. Ich wollte kurz. Da gucken, hinten ist hier ein Floß. Ja, genau. Ich wollte nämlich hier hin, um zu gucken, ob der Leviathan, Schildkrötenvieh, whatever, hier respawnt oder nicht. Ach, hier war das Ding? Ja. Ich bin genau von dem Boot hier einmal rübergefahren. Also so ungefähr jetzt vor uns. Na, dann respawnen die nicht. Aber vor uns ist ein weiteres Land. Ja, und da müssen wir jetzt hin. Ab in den Ozean. So weit war ich nämlich noch nicht draußen. Jetzt haben wir nämlich schon das Vieh überholt. So, mal gucken, ob wir irgendwo eine Seeschlange Keine sehen. Keine Schlange zu sehen. Ich sehe bei dem Nebel eh nichts. Es sieht fast so aus, als würden wir so rüberkommen. Ich sehe keine Schlange. Ist das Land? Das ja. ist Land, ne? Yep. Bremsen! Grasland. Wenn wir Glück haben, ist das schon der Knochenwanzkontinent. Aber nur wenn wir Glück haben. Fahr ich jetzt links rum oder rechts rum? Ja, fahr erstmal links rum. Wir wissen eh noch nicht, wie das aufgebaut ist hier. Keine Ahnung. Ja. Ich muss aber mal kurz bremsen. Oder was für dich leichter ist, je nachdem. Okay, da vorne. Okay, hier vorne ist auch. Ah, ne, das ist der Sumpf, den wir schon kennen. Ne? Ja. Ich dachte gerade, hä? Das Problem ist gerade, beim Boot tut sich nichts. Wie, es tut sich nichts? Es leckt ein bisschen. Du bist ja auch aufgelaufen hier. Ne, ich wende noch, ich wende noch. Jetzt muss ich ein bisschen rückwärts. Schwarzwald. So, guck mal. Wenn ich nicht so viel lenke, komme ich auch weiter rückwärts. So. Würdest du mich vielleicht auch wieder rauflassen? Ja, wenn du übrigens nicht schwimmst, verbrauchst du keine Ausdauer. Aber du kriegst auch keine wieder. Wie viele Tiere da vorne sind.
Ach komm, da war noch Luft. Wie viele Tiere hier sind, ey. Ja, ist doch geil. 6 Wildschweine. Da vorne 3, da hinten 3. Jetzt stell dir mal vor, die ganzen Tiere hätten keine Haut und Muskeln mehr. Und wäre dann eine richtige Knochenmasse. Der war ja richtig geil.